Heute mal wieder ein Vlog aus einer etwas merkwürdigen Position. Da hinten, die Ecke, kennt der ein oder andere von euch vielleicht noch. Da stand eine Zeit lang der Sessel, von dem ich ja auch immer mal wieder interessante Videos mache. Im Moment ist das hier das Schlafzimmer. Ich räume hier immer mal wieder um, weil dadurch verändert man letztlich auch so sein persönliches Umfeld. Und das ist immer positiv. Aber um meine Umräumarbeiten soll es in dem Video nicht gehen, sondern ich will euch eigentlich was zeigen. Und zwar das hier. Das ist mein aktueller Plastikmüll. Das ist, ich gebe zu, für meine Verhältnisse verdammt viel. Der ein oder andere weiß vielleicht, dass da drunter irgendwo eine Metallschüssel ist, in der ich meinen Plastikmüll normalerweise sammle. Weil ich will damit erreichen, möglichst wenig Plastik überhaupt zu verbrauchen. Ich war aber in letzter Zeit etwas nachlässig und habe wieder viel Plastik gekauft, vor allem Süßigkeiten und unnötiges Zeug, das ich grundsätzlich sonst nicht kaufe. Ich achte ja mit vielen Dingen darauf, plastikfrei zu leben. So gehe ich zum Beispiel regelmäßig mit der Stofftüte beim Bäcker mein Brot kaufen und benutze auch keine Einkaufstüten mehr. Kaufe viel im Unverpacktladen und achte darauf, möglichst die Dinge so zu kaufen, dass sie eben nicht in Plastik verpackt sind. Ist aber, wie gesagt, leider nicht immer möglich, das weiß halt jeder von euch. Deshalb habe ich mir überlegt, auch diese Fastenzeit wieder zu nutzen, um Plastik zu fasten. Ich werde aber nicht, wie in den letzten Jahren, jedes Mal, wenn ich einkaufe oder fast jedes Mal, gleich ein Video dazu machen, denn zu vielen Geschäften habe ich ja schon Videos gemacht. Worüber ich aber auf jeden Fall mal berichten will, ist zum Beispiel einen plastikfreien Einkauf bei Aldi, dass ich versuche, bei Aldi plastikfrei zu kaufen. Ich halte Aldi nämlich für ein Geschäft, bei dem das nahezu unmöglich ist. Deshalb ist das für mich auch eine Challenge oder Herausforderung. Ich habe auch überlegt, vielleicht bei Real oder Globus, das heißt bei Geschäften, wo ich noch nicht Hauls gemacht habe, entsprechende Hauls zu machen, dass ich mal zeige, was man dort plastikfrei an Grundnahrungsmitteln kaufen kann. Lasst euch, wie gesagt, einfach überraschen, was auf diesem Kanal zum Thema Plastikfasten kommt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, empfehle ich jetzt schon diese Stelle, den Kanal zu abonnieren. Ich möchte aber vorneweg noch ein paar andere Dinge ansprechen, nämlich einmal generell das Thema Fasten. Generell finde ich es wichtig, wenn man die Fastenzeit dazu nutzt, etwas für die Umwelt zu tun. Das heißt, dass man sagt, ich faste zum Beispiel das Autofahren oder ich faste Plastik oder ich faste Fleisch, dass man sich einfach ein oder mehrere Sachen herauspickt und sagt, die möchte ich für die 40 Tage nicht machen. Denn tatsächlich ist es so, wenn alle Menschen in Deutschland sagen würden, dass sie 40 Tage im Jahr Auto fasten oder 40 Tage im Jahr Plastik fasten oder 40 Tage im Jahr Fleisch fasten, dann hätten wir viele Probleme nicht. Dann hätten wir keine Massentierhaltung und auch keine so starke Luftverschmutzung in den Städten und man bräuchte auch keine Fahrverbote. Es ist im Prinzip eine Sache, die an uns liegt. Wenn wir etwas tun, dann können wir die Welt verändern. Und das ist halt was, was man sich immer vor Auge führen muss, dass allein die 40 Tage der Fastenzeit theoretisch ausreichen würden. In der Praxis ist das natürlich alles nochmal komplizierter. Schreibt doch deshalb mal in die Kommentare, was ihr vorhabt, die nächsten 40 Tage zu fasten. Beziehungsweise 3 Tage von den 40 Tagen sind ja schon rum. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist hier meine grüne Krawatte. Die habe ich bislang, glaube ich, noch in keinem Video gezeigt. Die habe ich jetzt heute zum ersten Mal an. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder einschaltet. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und ich werde hier gleich noch die Playlist zum Thema Plastikfasten, die ich schon gemacht habe, verlinken. Da könnt ihr die Videos der letzten Jahre am besten direkt anschauen. Ich sage daher wie immer Tschüss und auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh. Die Flaschen müsste ich auch mal abgeben. Apropos, das sind übrigens Pfandflaschen, die kann man im Reformhaus abgeben. Falls ihr jetzt noch zuschaut, jetzt wo ihr schon auf das andere Video klicken könnt. Oh, hier sind noch ein Kleidersäcke. Oh, schnell ausmachen.